Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute begrüße ich euch zu einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein, ich komme von der Schule nach Hause Routine, macht das Sinn? Ich würde sagen, es geht los. Übrigens, das hat mir gerade eh gesagt. Ich weiß gar nicht, von welcher Aber der war auch ganz günstig. Ich wollte einfach mal was zwischendurch. Das ist übrigens mein Bus und die Fahrt. Ein Update von unserer Baustelle. Ich zeige euch das einfach nur so spaßhalber, weil dies ist schon ein ganzes Jahr bei uns und uns Einwohner nervt das ein bisschen. Aber naja, gut, heute bin ich alleine. Das eignet sich perfekt, da redet mir nämlich keiner ins Bild. Und ja, Bagarina. Und jetzt kommt die Juni. Ich muss sie erstmal einen Hausschlüssel suchen. Ach, was ist denn jetzt? Hallo Baby! Hallo mein Schatz! Oh, die trampelt immer auf mir rum. Ich tue meinen Krempel immer hier hin. Und heute ist extrem ordentlich, aber ich mache im Moment so Frühjahrsputz. Und ja, aber ich muss jetzt auf die Toilette, Juni. Und dann begrüße ich sie immer noch richtig und zeige euch gleich mein Ritual. Das ist also wirklich meine total realistische, also da ist auch nichts gefaked oder so, also sie kennt schon, sie setzt sich dann immer hier hin. Also ich war jetzt auf der Toilette, habe meine Hände gewaschen und mein Gesicht, weil sie mich abgeschlotzt hat. Und Achtung, dann setze ich mich hier immer, auf unser Teppich, nehme mein Spielzeug und dann Juni! Streck die Arme aus und hallo! Hallo! Luna! Hallo, und dann freuen wir uns immer, dass die Luna da ist, dass ich da bin. Dann werde ich nochmal abgelegt und dann wird ein bisschen gespielt und dann gehen wir raus. Ja, aber das seht ihr auch alles noch. Ja, das ist Lunas Ernst. So schläft sie ab und zu mit dem Hintern nach oben. Und jetzt liegt sie da immer noch ein bisschen und dann stehe ich nämlich auf. Oh, die hat mich so abgelegt, ey. Ah, schlimm. Und dann gehe ich hier hin und dann suche ich Luna einen Halsband oder ein Geschirr aus. Also ich habe mir jetzt noch zwei Haken dahin gehängt, weil das fand ich sonst zu unübersichtlich. Und ja, und jetzt bin ich echt ziemlich zufrieden mit der Ordnung, weil das war ja davor ein bisschen chaotisch. Da oben habe ich jetzt halt nichts hängen, aber naja. Und ja, genau. Und jetzt, die sind immer noch ein bisschen überfüllt. So, weil das ist so für unseren Namen. Und ich würde sagen, jetzt ziehen wir mal was an. Mir. Ich entscheide mich immer öfter jetzt mal wieder fürs Wolters-Halsband, weil ich es eigentlich total mag. Es ist hier halt ein bisschen groß, aber ich mag es halt echt richtig gerne. Aber ja, ich habe es halt ewig nicht mehr angezogen, deswegen probiere ich es jetzt. Ich probiere nämlich alles immer viel anzuziehen. Luna! Und ja, und jetzt gehen wir halt Gassi. Ich ziehe die Schuhe an. Schlüpfe ich schnell rein. Ich gehe doch ohne Jacke. Ah. Komm. Wie ihr wisst, gehe ich auch ohne Leine. Durch die Baustelle ist jetzt ziemlich laut. Ich weiß nicht, ob ihr uns versteht. Aber ganz kurz, das wollte ich euch zeigen. Voll süß, das habe ich schon richtig lange her gemacht. Da war Luna noch so klein. Ja, ist voll süß. Habe ich selber gemacht. Also das Schild haben wir gekauft, da habe ich das Bild darüber geklebt. Und ja, und hinten dran habe ich so Magnetfolie. Aber ja, es ist schon echt alt. Ich muss mal ein neues machen. Ja, und dann gehe ich hier immer unsere besagte Straßenrunde. Die ist echt schön, also. Ja, Juni! Und dieser Baum hat auch nichts. Also wenig. Luna pinkelt.
Ja, und diese Runde kennt ihr aber, glaube ich, schon ganz oft. Die habe ich schon ganz oft gezeigt. Also die machen wir eigentlich mehrmals täglich, also 10-mal oder so. Ich sehe gerade, Lucy ist da. Und ja, also die tut sehr oft laufen. Und ja, sie heißt jetzt Straßenhunde. Also für euch auf YouTube. Für uns daheim heißt sie so, wie unsere Straße heißt. Und das kann ich halt nicht sagen. Ja, genau. Und hier ist es jetzt sehr, sehr schön. Also wir können Luna auch immer hin pinkeln und so. Und wir wohnen halt direkt am Straßenrand. Also es ist echt nicht mehr mal, also direkt am Feld. Also ihr wart jetzt, läuft dabei, wie ich rausgegangen bin. Ich muss einmal um unser Haus laufen. Früher hatten wir noch keinen Zaun und unseren Garten. Als sie mal ganz klein war und dann haben wir sie immer aus dem Garten gelassen und ist sie immer als ganz kleiner Welpe da auf die Wiese gelaufen. Also wir haben sie dann einfach nur aus dem Garten rausgeholt. Dann setze ich mich immer hin und esse. Also ich habe jetzt so einen leckeren Orangensaft gemacht. Und meine Mama hat mir so eine leckere Maultaschensuppe gemacht, aber die ist schon etwas. Also meine Mama, bevor sie zur Arbeit gegangen ist, die habe ich im letzten Mal aufgewärmt. Ich esse eigentlich so Gemüse, Obst, Getreide, eigentlich alles. Nur bei Fleisch bin ich richtig pingelig. Ja, ich esse nicht so viel Fleisch und halt auch bestimmte Arten und so, aber ja, aber Obst und so Gemüse, also ich tue mich sehr gesund eigentlich ernähren, aber ich esse auch ziemlich viel Süßes. Also werdet ihr ja auch gleich sehen, ja, mein Füller ist ausgelaufen. Und ja, ich habe auch schwarze Tinte in meinem Füller. Denn ich werde auch gleich noch was Süßes essen. Das werdet ihr alles sehen. Also, ich habe jetzt hier meine leckere Schokolade gegessen und so ein Schokoladenmus. Mein Trinken ist ausgetrunken und aufgegessen. Jetzt räume ich das alles auf und ja. So, ich trinke das jetzt noch aus und habe es aufgeräumt. Und jetzt lege ich mich ein bisschen auf die Couch, gucke auch ein bisschen YouTube-Videos. Luna liegt jetzt da hinten in der Ecke. Da. Und ja, und ich lege mich jetzt hin, gucke YouTube-Videos, ruhe mich ein bisschen aus. Oh, ich bin dreckig. Nein, jetzt habe ich es in meine Hose reingemacht. Ah, super. Naja, egal. Und ruhe mich jetzt ein bisschen aus. Also ich lag jetzt ungefähr bis 2 auf der Couch und habe mich ein bisschen ausgeruht. Und ja, Luna lag jetzt hier die ganze Zeit. Jetzt gehe ich hoch in mein Zimmer und mache Hausaufgaben. Jetzt an Vokabeln lernen. Ich habe davor auch schon deutsche Hausaufgaben gemacht. Und dann muss ich noch Bio machen, Vokabeln lernen und was muss ich denn noch lernen? Vielleicht ein bisschen Mathe angucken und ja, sonst eigentlich nichts. Und am PC will ich noch meinen Stundenplan richtig schön abtragen. Ja. Das war's auch schon, dann mache ich Hausaufgaben und ich habe mal wieder keinen Abschied gefilmt. Ja, ist mir auch noch nie passiert. Ich habe gedacht, ich tue jetzt einfach mal so ein süßes Video einblenden, als sie noch Welpen waren, beziehungsweise Luna. Auf jeden Fall, das war's dann auch. Also dann ist eigentlich so meine Routine zu Ende. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr gebt uns einen Daumen nach oben, abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Video.